Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 1. Ja, wir spielen einfach wieder eine kleine Runde Notruf. Und lassen uns mal überraschen, was uns an Einsätzen erwartet. Die Einsatzvielfalt ist ja meiner Meinung nach in dem ersten Teil ein bisschen größer. Das heißt, wir haben hier ein bisschen mehr Beschäftigung, beziehungsweise ein bisschen mehr Abwechslung als im ersten Teil. Und ich will hier hinrennen und die Kirche angucken, die fehlt aber hier in dem Teil. Ja, da kann ich lange aus dem Fenster gucken. Und ja, da sieht man halt so typisch computergenerierte Ecken. Es sieht einfach gruselig aus. Na egal. Ja, ich könnte mich theoretisch auf den Stuhl setzen, aber es bringt ja nichts. Wir kriegen ja trotzdem keinen Einsatz dadurch rein. Heißt, wir müssen wieder einfach ein bisschen abwarten, bis ein Einsatz reinkommt. Und da kommt schon ein Einsatz rein. Eine Ölspur. Fahren wir natürlich wieder als Maschinist. Ich folge einfach mal dem Gruppenführer. Hilfeleistung. Ölspur. Einsatz für LF24. So, muss ich denn hin? Bin ich richtig? Ja, bin ich richtig. Sehr gut. Eine Ölspur. So, Status, Anfahrt zum Einsatzort. Haben wir jemanden vergessen? Entschuldigung. So. Ist mit an Bord. Ja, ich habe gedacht, sind alle drinne. Es sah so aus, als wären alle drinne gewesen. Naja, passiert. Deswegen hat man mich ja aufgeklärt beim zweiten Teil von Notruf, dass man die Türen offen lässt, bis wirklich alle Plätze belegt sind. Dann kommt es nicht zu solchen Verwechslungen, dass man denkt, das Fahrzeug ist eigentlich voll besetzt, aber naja, am Ende muss jemand hinterher rennen. Okay, wir sind am Einsatzort. Ich sehe noch keine Ölspur. Beziehungsweise vielleicht da vorne. Ja, genau. Alles klar. So. Beziehungsweise, wir machen es wieder anders. Wir fahren dran vorbei, stellen uns da vor. Dann sind wir mit den Gerätefächern da ein bisschen näher dran. So, Warnblinker, Blaulicht, Lichtmast und die Heckwarnanlage machen wir noch an. Somit habe ich, glaube ich, damit alles. Starten wir die Mission. Ich steige aus und mache jetzt erst den Status 4 rein. Weil sonst wäre jetzt wieder irgendwas ausgegangen von meinen ganzen Lichtern. Okay, er sichert jetzt erstmal die Fahrbahn ab. Und da sieht man es ja. Hier stehen alle rum. Er sichert jetzt ab und sobald er abgesichert hat, rennt irgendein anderer los. Genau. Das ist halt das System bei Notruf 1 noch mit der KI. Da sieht man halt einen großen Unterschied zu Teil 2. Weil Teil 2 ist halt immer ein riesen Gewusel ums Fahrzeug rum. Geht natürlich dadurch auch viel, viel schneller. Aber wir haben ja Zeit. Ich frage mich, warum gerade der Lichtmast. So dunkel ist auch nicht. Und somit ist der Einsatz auch fertig. Ich wollte eigentlich nur gerade noch schnell ein Bild machen, aber ich habe gerade den Text im Weg. Ja, macht ihr ruhig doch mal alles zu. Kein Problem. Ich warte nur gerade, bis der Text weg ist. So, jetzt sieht es doch ganz gut aus. Okay. Okay. Irgendwie kommt mir das Gebäude bekannt vor. Ich glaube, das steht auch im zweiten Teil irgendwo. Die Haspel noch, die habe ich jetzt fast vergessen. Ja, aufkehren will keiner, oder wie? Naja.
Passt schon irgendwie. So, da der Einsatz ja wieder sehr schnell vorbei war, würde ich sagen. Machen wir gerade einsatzbereit über Funk. Ja, machen wir noch einen Einsatz hinterher. So, dann habe ich auch alles aus. Außer das Abblendlicht. Weil es wird jetzt doch schon Abend. Ja, die Zeit vergeht ein bisschen schneller in Notruf 1. Das heißt, man hat ja auch die Chance, eine Nacht zu erleben. Bei Notruf 2 habe ich es immer noch nicht geschafft, mal nachts zu spielen. Theoretisch könnte ich auch einfach eine Datei ändern, damit dann Nacht ist, aber da habe ich gerade auch nicht wirklich Lust zu, da ein bisschen rumzufuschen, weil das löst bei Notruf auch gerne mal Fehler aus, wenn man da rumfuscht. Aber naja, wir erleben auf... Boah, die Ampel ist aber jetzt schnell auf Rot gesprungen, da konnte ich nicht mehr reagieren. Da konnte ich nicht mehr reagieren. Ja, wenigstens erleben wir jetzt mal die Nacht in Notruf Teil 1. Sieht bestimmt auch nicht verkehrt aus. So, Motor noch aus, Licht noch aus. Einsatzbericht. Die Feuerwehr wurde über eine Ölspur auf der Fahrbahn informiert. Die Ölspur wurde mit Bindemittel abgestreut und aufgenommen. Nein, die wurde nicht aufgenommen. Die Fahrbahn musste während des Einsatzes gesperrt werden. Ja, Status, wir sind wieder einsatzbereit auf der Wache, also Einsatz, Status 2. Und ja. Dann heißt es jetzt warten auf den nächsten Einsatz. Man läuft hier halt im ersten Teil auch die ganze Zeit mit der Einsatzkleidung rum. Ich weiß zwar gerade nicht mehr, ob das beim zweiten Teil auch so war, aber ich glaube nicht. Da ist man... Nee, da ist man ja erst zum Spind gerannt, beziehungsweise zu dem Kleiderständer und hat sich seine Jacke übergeworfen. Beziehungsweise seine Einsatzkleidung. Im ersten Teil läuft halt jeder ständig mit seiner kompletten Einsatzkleidung rum. Meldealarm. Cut 1. Einsatz für den Einsatzleitwagen, Tanklöschfahrzeug, Löschgruppenfahrzeug und Drehleiterwagen. Ich weiß nicht. Komm, wir fahren wieder mit dem LF24. Ich mag das Fahrzeug einfach extrem. Ich weiß auch nicht warum. Ich fahre es einfach gerne. Brandmeldeanlage. Einsatz für ELW LF24 DLK 2312 TLF 1 RTW 1. Ja, bei der Brandmeldeanlage, bei den Einsätzen, weiß man nie wirklich im ersten Teil, ob es ein Fehlalarm ist oder ob es wirklich am Brennen ist. Und das finde ich schon eine richtig coole Sache. Würde ich mir auf jeden Fall für den zweiten Teil auch wünschen. So, Status. Anfahrt zum Einsatzort. So, Kollegen, ich wäre startklar. Ich hoffe, diesmal sind alle im Fahrzeug. Ich fahre jetzt auch erstmal nur vor, lass erstmal... Okay, der Einsatzleitwagen rückt schon aus. Ja, sieht schon cool aus bei Nacht, auf jeden Fall. Deswegen, wir müssen unbedingt mal den zweiten Teil bei Nacht sehen. Und wir sind schon am Einsatzort angekommen. Ja, das ging schnell. Okay, hier ist ein Supermarkt hier vorne, alles klar. Kann ich auf den Parkplatz drauf fahren? Ist das okay? Vor die Tür? Oder meckert da das Spiel wieder rum? So, Rettungswagen ist auch da, DLK ist da, TLF ist da, ELW ist da. Aber anscheinend mag das Spiel nicht, wenn ich hier stehe. Ich glaube, das Spiel mag das nicht. Schade. Ich wäre eigentlich jetzt gerne vor die Tür gefahren. Aber okay. Dann stelle ich mich halt auf die Straße. Umfeldbeleuchtung kann ich nicht anschalten. Die geht, glaube ich, automatisch an, sobald man die Rolltoren öffnet.
Aber sieht schon cool aus im Dunkeln. Ich merke es aber ein bisschen an der Performance, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, es ruckelt ein bisschen. Ganz leicht. Steuerung von der Schlauchhaspel ist auch immer interessant. Ja, wir wissen halt jetzt nicht, ob es wirklich am Brennen ist. Oder auch nicht. Die Kollegen gehen jetzt mit Atemschutz da erstmal rein. Ich soll den Lichtmast ausfahren. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Das war, glaube ich, auch ein bisschen komisch von der Steuerung. Wir sind anscheinend schon fertig. Alles klar. Ich würde gerne noch ein paar Bilderchen machen, wenn es recht ist. War anscheinend nur ein Fehlalarm, kein Brand. BMA wurde zurückgesetzt. Ich wäre jetzt dankbar, wenn der Text mal weggehen würde. Brandmeldung negativ. Aber ich finde das cool, dass es so Fehlalarme gibt. Ich würde trotzdem gerne jetzt ein Foto machen, aber ich kann es mit Text nicht machen. Es ist sehr unpraktisch gerade. Wie oft soll jetzt noch eine Rückmeldung gemacht werden zur Leitstelle? So. Habt ihr es durch? Der Plausch beendet. So, gerade mal schnell ein Foto schon hiervon machen. Ah, komm, ich bringe erstmal die Schlauchhaspel weg. Sonst kriege ich da noch Ärger. So. Ah, jetzt sieht der Griff zwar extrem blöd aus, aber ich mache jetzt trotzdem mal so ein Foto. So. Dann können wir auch weiter. Statusmeldung. Einsatzbereit über Funk. Blaulicht aus. Abblendlicht lassen wir an. Warnblinker aus. Das und die Heckwarnanlage aus. Dann können wir jetzt auch abrücken. Ja, wenn ich ehrlich sein soll, ich fahre jetzt nicht nach Navi. Ich würde jetzt hier rum einfach fahren und wenden. Und die Ampeln springen so schnell auf Rot. So schnell auf Rot. Ich mach's einfach mal so. Haben wir das Navi einfach ausgetrickst. Oh, und da wären wir schon zurück, sind wir Erster. Ja. Ich fahre nochmal einen Meter zurück. Machen wir alles aus. Einsatzbereit auf Wache, Status 2. Somit würde ich sagen, was ist für die Folge? Ich hoffe, die hat euch gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sind gerade nämlich steil auf dem Weg Richtung 1000 Abonnenten, was einfach wirklich eine unglaublich krasse Zahl ist. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin, euer Tommy.